nachher. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, Toni, Spaß beiseite. Niemals. Wo hast du das? Chips. Das sind ja mindestens 50 Euro oder so. Ich hab mir ein bisschen Geld geliehen. Du hast das Geld geliehen. Bei wem? Oh, ist ja egal. Oder hast du dich vielleicht auf der Straße selbst verkauft? Nein, ich hab mich nicht. Du hast Geld geliehen. Ich hab mir Geld geliehen. Sie hat sich Geld geliehen. Bestimmt bei Papa und hat gefragt, Papa, krieg ich noch ein bisschen Geld? Nimm mal, die sind voll lecker. Ich traue mich extra da zum Arbeitsamt zu gehen. Und was kriege ich dafür als Dank? Eine dreimonatige Sperre? Ja. Und kein Arbeitslosengeld? Wie haben die sich das denn vorgestellt? Ich muss doch von irgendwas leben. Ja, aber ich meine, irgendwo bist du auch selber schuld, wenn du die Wahrheit für deine Grunderkündigung sagst. War doch klar, dass dann sowas kommt. Wieso? Gar keinen Sinn. Vanessa, welche Wahl hätte ich denn bitte gehabt? Ja, was anderes erzählen vielleicht. Hätte man auch drauf kommen können. Ich musste die Wahrheit sagen, okay? Durch Lügen sind wir überhaupt in diese ganzen Scheiße hier gelandet, ja? Na, hi. Hey. Das ist Marc, mein Kollege. Ich hab gerade das Zimmer angeschaut. Und? Wir haben jetzt generell alles mal angeguckt. Was hast du eigentlich so? Also für das kleine Zimmer 600 Euro plus Nebenkosten? Nee. Ja, gut, aber wir haben ja noch die ganzen Gemeinschaftsräume, die Terrasse. Genau. Wir haben ja so viel mehr. Das ist mir zu teuer. Okay. Sorry. Ja, klar, kein Problem. Nee, kein Problem. Ja, also auch. Ja. Nee, dann pass auf. Also wenn sich irgendwie nochmal deine Meinung ändern sollte oder so, ruf mich einfach an. Okay. Na? Klar, ich hab für nichts gar nicht. Wir haben nicht mal mehr was zu essen. Und von welchem Geld soll ich bitte einkaufen gehen? Geht genauso wenig. Ja, was sollen wir machen? Keine Ahnung. Warte mal, was sollen wir machen? Also wenn man Tschüss sagt, statt wir sammeln Pfand. Wir gehen Pfand sammeln. Das ist doch eigentlich voll die gute Idee. Dann sehe ich aus wie ein... Ich wollte gerade sagen, Toni, irgendwann ist auch genug. Ich habe keinen Bock, irgendwelche ekelhaften Mülleimer zu befüllen für Pfand. Und dann am Ende sind das 3 Euro. Super. Ja, dann müssen wir ein bisschen mehr Pfand sammeln. Wir fangen hier in der Wohnung an und gehen dann nach draußen. Und von mir aus wühle ich im Müll und du nimmst die, die auf der Straße stehen. Wie peinlich. Ja, es ist vielleicht peinlich, aber wir müssen jetzt alle mal hier, ne, irgendwie in den sauren Apfel beißen. Wir müssen ja irgendwie was essen, oder nicht? Ey, also wirklich, wir können ja wohl uns bessere Sachen einfallen lassen, als für 2,73 Euro hier irgendwie noch... Können wir jetzt bitte ein Team sein und das gemeinsam machen? Ja. Danke. Ich glaub's nicht. Ich hab eine! Das ist doch ekelhaft. Das ist nicht ekelhaft. Das motiviert. Super. Ich hab keinen Bock mehr, Toni. Es ist wirklich... Am Ende fällst du noch irgendwie... Fass das doch nicht so an. Ey, Vanessa, kannst du jetzt mal aufhören, dich so anzustellen? Du hast sogar Handschuhe. Ja. Ich hab echt keinen Bock mehr, bei aller Liebe. Das komm, wir müssen hier alle jetzt mal ja, ich hab ja ein paar gesammelt. Könntest du gerne für mich mit abgeben und dann passt das schon. Ja, danke für deine Hilfe. Ey, vor 2 Wochen war ich noch Assistentin der Geschäftsführung in einem der angesagtesten Clubs in Berlin. Und jetzt sammle ich Pfandflaschen ein. Guck mal hier. So, ey, wo ist Vanessa hin? Madame hat keinen Bock mehr. Ach so. Ja. Gut. Wir müssen auch los. Gehen. Jetzt. Das Matrix. Aber ich habe eine Gewinnspielflasche. Da kann man was gewinnen. Das wird bestimmt super. Ja. Abknibbeln und klar, dann eine Reise. Geht gewinnen. Doch alle. Gar kein Problem. Ja, ach so, ich soll auch alles dann alleine wegbringen. Nee, ich mein, ja. Wir müssen halt zur Besprechung. Cool. Sorry. Genau. Tschüss. Wir müssen uns beeilen auf jetzt. Ernst, ey. Oh, meine Fresse. Hey, hey, hey. Hey, lass meine Flaschen hier. Was? Das ist mein Gebiet. Hier habe ich mir was aufgebaut. Ja, weißt du was? Hier. Ich schenk dir alle. Muss ein bisschen aufpassen. Hier, nimm das einfach in die Hand oder so. Hier. Oh, danke, meine Babys. 25 Cent. Nochmal 25 Cent. Ja, viel Spaß damit. Mein Vater hat mich enterbt. Letzte Woche. Es tut mir leid, aber jetzt ist... Ja, sonst hätte ich auch ein Haus. Im Grunewald. Irgendwie hat Vanessa ja recht. Das bringt doch nichts. Ich fürchte, mir bleibt nur noch eine Möglichkeit. Und ich hasse es jetzt schon, das tun zu müssen. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne Kaffee und Limonade. Zu mir ist oder mit dem? Hier. Alles klar. Dann setze ich mich mal ins Mädchen. Alles klar. Stimmt sehr. Danke dir. Gerne. Hallo.
Hi. Du bist ein Schatz. Danke. Ist ziemlich viel los, ne? Ja, auf jeden Fall super viel Müll hinterlassen. Ja, aber guck mal, wenn du willst, ich kann dir auch öfter helfen. Also, weil wir anfangen. Ich könnte auch sofort anfangen. Also, wenn du jemanden brauchst, dann... Toni, so gern ich dich auch wieder einstellen würde, aber ich kann nicht. Das ist einfach alles viel teurer geworden und da habe ich mit Emmy irgendwie gerade alle Ausgaben schon verpulvert. Alles gut. Ja, verstehe ich natürlich. Leid. Ja, klar. Papa? Hey. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hallo. Hi, Hey. Hi. Tja, deine Mutter. Schön, dich zu sehen. Deine Mutter hat mir erzählt, dass ihr telefoniert habt und eigentlich wollte ich gar nicht hier sein. Ja, deswegen wundere ich mich, dass du hier bist. Ich habe Mama angerufen. Okay, setzen wir uns mal. Hier, ja. Was ist denn so wichtig, dass ich das nicht erfahren habe und du nur mit deiner Mutter sprechen wolltest? Hast du Probleme, Geldsorgen, ist irgendwas? Ich meine, du rufst ja sonst auch nicht an. Ich hätte mich öfter melden können, es tut mir leid. Ja, das stimmt. Ja, ich... Papa, ich habe meinen Job verloren und deswegen brauche ich Geld. Wie hast du das denn geschafft? Du arbeitest so bei Miller. Das ist deine Cousine, ich meine, die schmeißt die nicht einfach raus, das ist Familie. Was hast du denn da wieder verzapft? Ich hab einfach Scheiße gebaut. Ich weiß, das ist Kacke. Ich hab hinter Millers Rücken hab ich einfach eine Party organisiert, die ich nicht hätte. Kann ich euch auch was bringen? Was möchtest du? Ich nehme Wasser. Ich auch, bitte. Okay, bring ich dir. Dankeschön. Ja, und dann? Ja. Hat sich rausgeschmissen. Ja. Ja, aber deine Halbschwester Vanessa, die ist auch im Matrix. Kann ihr dir ein gutes Wort bei Miller einlegen, dass er dich da irgendwie einstellen kann? Vanessa wurde auch gekündigt. Ach nee. Aber Vanessa kann da nichts für. Ja, klar, sie war mit Veranstalterin, weil wir die Party zusammen gemacht haben. Aber dass das verbockt war oder ist, das ist meine Schuld. Da kann Vanessa nichts für, okay? Mann, Toni, wird um endlich mal erwachsen. Ich überlege die ganzen Jahre, was du für ein, sag mal, Mist gebaut hast. Studium geschmissen, dann diese Scheiße mit den Ökoaktivisten, was du alles verzapft hast. Du musst doch mal irgendwie mal dein Leben auf die Reihe kriegen. Ich muss mal eben auf Toilette. Ey, ich wusste es. Ich wusste einfach, dass das eine Kackidee ist. Und wie scheiße ist das bitte, dass Mama mich an Papa verraten hat? So, meine liebe Tochter, jetzt werde ich dir mal was sagen. In deinem Alter wusste ich genau, was ich mache. Und wo es hingeht in meinem Leben. Ja, ich bin zur Bundeswehr gegangen, habe mich da hochgearbeitet und vor allen Dingen, ich hatte mein eigenes Geld verdient. War von niemandem abhängig. Und schon gar nicht musste ich bei meinen Eltern betteln. Ja, weißt du was, Papa? Ich habe jetzt auch genug gebettelt. Ich bin eine Versagerin, ich habe es verstanden. Ich werde jetzt einfach die Rechnung bezahlen und dann gehe ich wieder nach Hause. Poli, setz dich bitte hin. Ich bezahle natürlich. Setz dich hin. Und du bist auch keine Versagerin. Ja, du weißt ganz genau, dass deine Mutter und ich dir immer helfen. Ja. Aber ich möchte einfach mal, beziehungsweise deine Mutter will das auch, dass du dich bemühst. Fang ein Studium an, such dir einen Job, was mir zukommt, was solides, wo man drauf aufbauen kann und nicht so eine halben Sachen. Ja, klar. Ja, nicht ja klar, das ist so. Du musst dein Leben mal was erreichen. Ja, ich weiß. Das war ja jetzt auch Kacke, aber es tut mir leid, okay? Und da ich ja wusste, dass du Geld brauchst, bin ich ja vorher noch mal zum Automaten gegangen. Ich habe jetzt einmal 300 Euro geholt. Und ich hoffe, das reicht erstmal. Wenn du noch was haben möchtest, wollen wir auch sehen, dass du dich wirklich bemüht hast. Um einen Job, um ein Studium. Ja. Ja, dass du auch wirklich was willst. Vernünftig, okay? Ja, danke. Gut. Dann geh ich mal bezahlen. Ach, sind wir denn schuldig? 13,80. Anständiger Job. Was soll das denn bitte heißen? Ich weiß doch, dass ich einen Job finden muss, aber jetzt soll der auch noch meinen Eltern passen? Das ist so eine Scheißsituation, aber ich brauche das Geld einfach. Hallo. Hallo. Guck mal. Einmal, extra big und zweites Mal so viel, wie ich tragen konnte zumindest. Hey, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe mal so einen kompletten Wocheneinkauf gemacht. Hi. Vier Lounge! Cool, ne? Ich habe alles mitgebracht. Alter, ich habe Cornflakes mitgebracht. Ich habe hier
Bohnen, Eier, Haferflocken, ein paar Gurken. Ich habe einfach so von allem mal ein bisschen was mitgebracht. Genau, Waschmittel haben wir endlich auch wieder neu. Oh, nie wieder stimmt. Also richtig geil, aber wie viele Pfandflaschen hast du gesammelt? 1 Million? Nee, ich habe keine. Haben auch andere Menschen noch Pfandflaschen abgekriegt? Ey, ich habe tatsächlich habe ich unsere Pfandflaschen noch einem anderen Obdachlosen gegeben. Und ach, guck mal. Das ist nicht von Pfandflaschenmillionärin. Ich mach sowas von Omelets nach. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, Toni, Spaß beiseite. Niemals. Woher hast du das? Chips. Das sind ja mindestens 50 Euro oder so. Ich hab mir ein bisschen Geld geliehen. Du hast dir Geld geliehen? Bei wem? Oh, okay. Ist ja egal. Oder hast du dich vielleicht auf der Straße selbst verkauft? Nein, ich hab mich nicht. Du hast Geld geliehen. Ich hab mir Geld geliehen. Sie hat sich Geld geliehen. Bestimmt bei Papa und hat gefragt, Papa, krieg ich noch ein bisschen Geld? Nimm mal, ich bin voll lecker. Nimm mal. Sag jetzt bitte nicht, dass es dein Ernst ist. Ja, das ich möchte keine Chips. Das Geld was? Das Geld ist von Papa. Das Geld ist von Papa? Ja, danke, Papa. Ey, Toni, willst du mich eigentlich verarschen? Vanessa, bist du zu ihm gegangen? Oh, Papa, bitte, ich brauche Geld. Nein, hier, nein, Toni, nimm den Schein noch ein. Bei mir hat er das niemals gemacht. Also erstmal hätte er es bei dir genauso gemacht, okay? Ja. Ja, ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Wir brauchen doch irgendwas zu essen und wir müssen hier irgendwie leben können. Ja, okay, aber du machst es dir ziemlich leicht. Einfach so anpumpen gehen und dann ohne mit mir darüber abgesehen zu sprechen. Abgesehen davon, ich wollte gar nicht bei Papa schnorren gehen, sondern ich habe Mama angerufen. Mama, dass sie das dann direkt Papa erzählt, tut mir leid. Kann man sich nicht denken. Deine ich habe ihr extra gesagt, dass sie nichts sagen soll. Hä, das ist so dumm. Wie kann man das denn glauben? Ich find's richtig scheiße. Können wir uns jetzt nicht wenigstens. Nee, ich kann mich darüber gar nicht freuen. Ich will nichts davon, nämlich nicht die Chips. Ich will auch nichts anderes davon essen. Jetzt sich da erstmal hin machen. Nee. So. Richtig scheiße. Hey. Hey. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Nee, ich werde dich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht kannst du dich mal aufrichten und mir vielleicht einfach mal zuhören. Ich will doch selber nicht die ganze Zeit mit dir streiten. Ja, okay. Es tut mir leid, dass ich Papa nach Geld gefragt habe. Aber kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass das für mich genauso scheiße war? Niemand pumpt gerne die eigenen Eltern nach Geld an. Und abgesehen davon, ich habe Mama gefragt. Ich konnte nicht wissen, dass Mama das direkt Papa verrät. Ich habe ihr extra gesagt, behalte es für dich, weil ich nicht will, dass Papa da irgendwas vom Wind kriegt. Ja. Was meinst du, wie ich geguckt habe, als auf einmal Papa da in dem Café steht? Also ich... Der hat sich eigentlich die ganze Zeit nur darüber aufgeregt, was für eine Versagertochter er doch hat und was ich alles schon verkackt habe in meinem Leben. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass es auch für mich nicht einfach war. Ja, okay. Aber so wie du es darstellst, im Endeffekt ist es trotzdem so, dass jedes Mal Papa für dich mit einer Lösung um die Ecke kommt und sagt, hier, Toni, guck mal so, so und so. Und davon abgesehen, ich wäre einfach niemals auf die Idee gekommen, das zu machen, ohne mit dir zu sprechen und generell ihn nach Geld zu fragen. Und außerdem, was du, glaube ich, auch nicht verstehst, dadurch, dass du das von dir erzählt hast, ist dir jetzt auch klar, dass es mir genauso geht. Und das wollte ich einfach nicht. Er hat nach dir gefragt und ich habe ihm auch gesagt, dass du deinen Job verloren hast. Super, danke schön. Kann ich auch noch selber sprechen oder geht das nicht? Vanessa, ich habe das alles auf mich genommen, okay? Ich habe ihm nicht gesagt, dass irgendwie du überhaupt was damit zu tun hattest. Ja, ich habe gesagt, dass diese... Genau, darum geht es doch. Du sollst doch gar nicht immer alles auf dich nehmen. Sei doch einfach mal still. Ich wusste nicht, was ich... Haben die Jungs hier einen Kram gemacht im Bad oder in der Küche? Aber wieso geht das noch? Batterie betrieben. Ja, okay, schreib mich nicht so an, ey. Hast du die Hände, oh Mann, ey. Hattest du das hier schon mal? Nein, hatten wir noch nicht. Ja, okay. Was, ja. Was ist hier los? Ein Ausfluss Licht. Warum ist hier kein Licht? Ja, weiß ich auch nicht. Weil wir keinen Strom haben, nehme ich mal an. Nee, so fängt man auch für mal an. Hä, aber warte mal, also es hat den Kasten geguckt? Ja, da war ein kleiner Kobold, der hat gesagt, hier ist nichts. Und also. Leute, das ist richtig krass. Alles an? Alles an. Was ist los? Ja, keine Ahnung.
Die letzten 3 Monate wurde der Strom nicht bezahlt. Die wollen jetzt insgesamt 1000 Euro, weil da noch irgendwelche Mahngebühren beikommen oder so. Vielleicht sollten wir uns vielleicht doch ein bisschen umorientieren, eine andere Wohnung vielleicht suchen. Das Loft kostet halt echt eine Menge. Vielleicht hat Leif recht und es ist wirklich an der Zeit, die Loft-Ära zu beenden. Dieser Mann ist ein Problem und die größte Sorge, die wir im Haus haben. Der Stress zwischen Bruno und Lynn, das kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Es geht gar nicht um Luna und Lynn, es geht um Jonas, richtig. Machst du denn schon hier? Man könnte ja fast meinen, du wohnst hier. Ja. Lennart hat als neue Adresse ihre Adresse als seine Meldeadresse angegeben. Das machen wir nicht. Das machen wir. Nein, das machen wir nicht, Schatz. Das ist ein Vertrauensmissbrauch. Wenn da wirklich was dran ist und Lennart bei uns wohnt, dann mache ich die beiden einfach einen Kopf kürzer. Jackpot.